Hallo, ich begrüße dich zu einem neuen kurzen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute zeige ich dir mal schnell, wo du überprüfen kannst, welche Updates auf deinem Computer installiert worden sind. Dazu klickst du auf den Windows-Button, dann auf das Rädchen für die Einstellungen. Im linken Menübereich suchst du dir den Menüpunkt Windows Update und hier findest du dann einen Bereich, der heißt Update-Verlauf. Diesen wählst du aus. Und jetzt werden dir hier aktuell durchgeführte Updates aufgelistet. In dem Fall sind das aber nur die großen Qualitätsupdates bzw. Funktionsupdates von Windows. Du siehst dann immer die Bezeichnung des entsprechenden Updates und hier das Datum, wann dieses installiert wurde. Hast du also seit einem bestimmten Datum vielleicht Probleme an deinem Computer erkannt, dann könnte dies durchaus sein, dass es an dem entsprechenden Update liegt, das an diesem Tag installiert wurde. Wenn du hier ein wenig weiter nach unten scrollst, findest du auch noch weitere Update-Informationen. Zum einen über Treiber-Updates, dann über sogenannte Definitions-Updates und weiter unten dann über sonstige Updates bzw. weitere Updates. Damit weißt du, wo du nachschauen kannst, wann welche Updates installiert wurden und kannst somit vielleicht die Ursache schneller herausfinden, wenn mal plötzlich wieder irgendwelche Probleme auftreten, obwohl du gar nichts an deinem Rechner getan hast. Das war's dann schon wieder. Falls der kleine Tipp interessant für dich war, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like und einen Klick auf den Abo-Button. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com.